Hallo da draußen und willkommen zurück zu Pokémon Nuzlocke. Psystrahl, endlich! Was verlernen wir dafür? Joa, Konfusion. Gut, jetzt habe ich zwar immer noch nur eine Psy-Attacke, aber da die auch 20 AP hat, finde ich das eigentlich okay so. Paula, Exorzistin Paula. Wo ist der Geist? Ja, okay, jetzt muss ich mich orientieren. Ich komme wahrscheinlich nicht von links, da diese Treppe nach oben führt. Gibt es oben noch etwas? Nein. Ich habe schon wieder völlig vergessen, was letztes Mal passiert ist. Ich erinnere mich nur noch an Gary. Der sich gefreut hätte, wenn eines meiner Pokémon gestorben wäre. Ah, so ein Drecksack. Oh, da ist dieses Dingenskirchen, was mich heilen tut. Gutes Deutsch. Du sollst uns beitreten. Was ist los mit euch, Alter? Die Ruf. Ruf. Was ist das für ein Drecksname? Also, der ist mir echt neu, habe ich noch nie gehört. Warum hast du nur einen Nebulak dabei? Das ist so eine Zeitverschwendung. Gut, ich krieg eine Menge XP dafür im Vergleich. Was für ein Albtraum! Im Gegensatz zu normalen Random Battles, aber. Yay, muss das denn sein? Ah. Gib mir all dein Geld? Äpfel, Birnen? Haben wir im Matheunterricht nicht gelernt, dass wir spezifizieren, was wir wollen? Oh je, wir haben alle keine Bildung in der Pokémon-Welt. Ziemlich grausam. Ja, aber es gibt hier auch gar keine Schulen. Sag mal, ja, es wird mir. Gib mir all dein Gasp. Hä? Was willst du? Krankt, Leute. Die sagt mir nur, dass ich mich hier heilen kann. Ah, ich habe die gereinigte und geschützte Zone getreten. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade aufgesammelt habe. Ja. Zombies! Es gibt keine Schulen in der Pokémon-Welt. Es gibt keine Krankenhäuser. Sag mal, das wird mir jetzt so richtig klar. Es gibt nichts an normalen öffentlichen Anstalten. Sofern es nicht irgendwie Pokémon betrifft. Es gibt Pokémon-Schulen, es gibt Pokémon-Center, es gibt Pokémon-Friedhöfe, Pokémon-Farmen, aber irgendwas Normales? Carina. Hä? Wow, so sinnlos die Pokémon-Welt. Ja, es gibt sogar eine Pokémon-Welt, ja. Urga, Urf! Diese Dialoge! Janey! Was ist los mit dir? Das ist hier wahrscheinlich so die. Ich weiß nicht, wie sagt man. Ja, so das asozialen Asyl hier. Da kommen alle Trainer hin, die nicht sprechen gelernt haben. Nicht richtig zumindest. Sie sind so das Beispiel für. Woo! Für die Leute, die einfach nichts gelernt haben in ihrem Leben. Weil es keine verfickte Schule gibt. So viele Random Battle, aber ich will keinen Schutz verwenden. Schließlich muss mein Rouge groß und stark werden. Es wird bestimmt am Ende mein stärkstes Pokémon. Und own dann die Pokéliga im Alleingang. Außer ich hole mir einen Carpador, dann mache ich das stärker.
einen Kampf mal die Klappe gehalten. Wow, das ist ein neuer Rekord für mich. Gib mir Blut. Die ist zumindest spezifisch. Im Gegensatz zu der anderen. Oh mein Gott, mein Handy klingelt. Moment mal bitte. So, wieder da. Es ist Angelika. Oh, ich bin voll der Rhymer. Ah ja. Ich muss überlegen, wo war ich gerade, als mich der Anruf unterbrochen hat. Die ist spezifisch. Ach ja, genau, im Gegensatz zu Fräulein, ich will all dein Gasp. Was auch immer Gasp sein soll. Vielleicht ist es ja irgendwas, was ich einfach nicht kenne vom Wort her. Und die hat mal drei Pokémon. Hey. Hey, hey, hey. Und bitte keine Kommentare über meinen Klingelton. Ich weiß, dass der scheiße ist. Ich habe den mir irgendwann mal reingemacht, habe ihn seitdem nicht geändert, aus purer Faulheit heraus. Ich kann mir natürlich auch irgendeinen Klingelton von Jay-Z oder so reintun, aber ich mag Jay-Z nicht. Warum reden wir eigentlich über meinen Klingelton? Ist doch scheißegal. Ah, jetzt habe ich nicht gelesen, was sie gesagt hat. Das war irgendwas mit G am Anfang und ein R und ein A und ein N oder so. Ich glaube, sie hat einfach Kran gesagt oder so. X-Treffer. Yay. Was gibt es Geileres? Kek. Ah, diese sprachbehinderten Kinder in dieser Pokémon-Welt. Das gibt's ja gar nicht. Jennifer, Gott, lern sprechen. Ist mir das jetzt richtig aufgefallen? Die hatten alle bis jetzt nur weibliche Nebulax dabei. Und woran zur Hölle erkennt man bei einem Nebulax, ob es männlich oder weiblich ist? Zur Hölle mit dir, Jennifer! Ach nee. Urf Quar! Das ist mir früher nicht so aufgefallen. Wie scheiße die eigentlich sind, Emilia. Nee. Heißt doch immer, dass Frauen so viel intelligenter sind als Männer. Ich weiß nicht. Irgendwie fange ich langsam an daran zu zweifeln. Denn nur Pokémon kennt die Wahrheit. Hast du mir jetzt was gesagt? Oh. Etwas ist rausgefallen? Dein Gehirn? Was anderes kann es nicht gewesen sein. Puh. Oh, ich bin ja gleich am Ende vom Turm. Das heißt, es kommen noch ganz, ganz viele dufte Kämpfe mit den Rocket-Rüpel. Dann krieg ich die Pokémon-Schlüssel, dann hol ich mir den Rockschuh. Ein Sonderbonbon. Ich kann auch mal wieder meine Items ausmisten, weil wahrscheinlich kann ich bald nicht mehr viel tragen. Geh weg, Eindringlinge. Ich bin einer, erstmal das, ne? Lernen zählen. Sogar das Knogger ist zu dumm zum Zählen. Das ist dumm. Moment. Weil Psycho ist nicht effektiv gegen Boden. Aber ist Boden effektiv gegen Käferflug? Wahrscheinlich nicht, nein. Ist nur die Frage, ist es... Knogger ist Boden, ja. Reines Boden-Pokémon. Kann es anderes als Bodenattacken? Ich weiß es gerade nicht. Aber es sollte gehen. Ach, es war Gestein, was so effektiv ist gegen Flug. Stimmt ja. Ah, das habe ich gerade verwechselt. Ja klar, Boden ist nicht effektiv gegen
Flug, das weiß ich auch. Beziehungsweise überhaupt nicht. Ich bin aber auch doof. Ich habe doch eine Flugattacke. Die dürfte doch gegen Boden stark sein. Okay, Kopfnuss wird wahrscheinlich... Naja, doch nicht. Ich weiß nicht, ich hab's irgendwie mal nicht so ganz mit, was ist effektiv gegen was. Wow, 531. Der Geist war die ruhelose... Der ruhelose Geist. Die ruhelose Seele, sag mal so. Von Tragossos Mutter. Der Geist der Mutter hat sich beruhigt. Es ist, hat sie auf den Weg in das Nachleben gemacht. So, in etwa. Pokern wir einfach mal, was ihr für Pokémon habt. Was willst du? Warum bist du hier? Ich bin hier für den Kuchen und den Punsch. Was? Es gibt keinen Kuchen und keinen Punsch. Stirb, Rocket Rippel, stirb! Ja, 7 Kämpfe mit Zubats mindestens jetzt und 3 weitere mit Ratzfratz. Ich hasse es, recht zu haben, vor allem mit Pokémon. Oh, hey, Rocket Rüpel, was hast denn du für Pokémon dabei? 4 Zubats? Nein, es sind 5! Und ein Ratzfratz. Ein Golbat. Golbat hatte somit eines der hässlichsten Sprites überhaupt in der ersten Generation. Also rot, blau, gelb. Als man es dann zum ersten Mal im Anime gesehen hat, du hast nicht gewusst, dass es Golbat ist. Boah, mein Rouge ist hier voll das Ultra-Pokémon. Ich gebe auf. Da tust du gut dran, lieber Rocket Rüpel. Ich werde dir das nicht vergessen. Oh, es sind ja nur 3. Aber wir haben noch Zeit für einen. Ah, der alte Mann da ist uns bis in unser Versteck gefolgt. Dann hat er angefangen darüber zu philosophieren, wie Team Rocket Pokémon vergewaltigt. Nein, nicht vergewaltigt, ausnutzt, Entschuldigung. Also lass uns das einfach wie Erwachsene bereden. Wir bereden es wie Erwachsene. Pokémon vergewaltigt, wie krank, ey. Oh, da ist ein Smogon dabei. Wow, und wow. Haben mehrere. Ein Traumato noch. Warum kann ich nur Drecksglut? Ich will ja nicht was Neues lernen. Und ich bin bestimmt verwirrt. Nein, doch nicht. Gut. Poison Gas, warum kannst du sowas? Und ich will gar nicht wissen, wo Poison Gas bei dir rauskommt. Aus dem Mund bestimmt nicht. Wäh? Uncool, Traumato, uncool. Wo wir es gerade von Vergewaltigung hatten. Bitte, nicht mehr, es tut so weh. Ach, wie schön, ach, wie schön. Pokémon sind nur dafür da, um Geld zu machen. Warum sie nicht ausnutzen oder es verwenden? Du solltest dich aus unseren Geschäften raushalten. Jo, und damit ist die Folge beendet, ne? Den kriegt man leider nicht mehr rein. Also, ciao, bis zum nächsten Mal.